Willkommen zurück zu einer weiteren politisch korrekten, genderneutralen Folge Obdachlosen-Simulator. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz neutral mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, Delfinwesen und Fabelkreaturen, die das letzte Video mit einer neutralen Bewertung unterstützt haben. Ja, so sieht es aus. Immer schön neutral bleiben. Ja, nirgendwo anecken. Am besten keine Meinung haben und auch jeden noch so bizarren Menschen da draußen irgendwie einbeziehen. So macht man Videos 2021 und wenn ihr das unterstützen wollt, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, denn ich bin der politisch korrekteste Kanal, den es auf YouTube gibt. So, hier. Du alter Schlot. Nimm mal ein bisschen Pappe mit. Wir machen natürlich weiter mit der Story. Ah, was will ich denn damit? Müll durchwühlen ist genau mein Ding. Mach das, Karl. Bewahre diese Dinge auch für mich. Es wird ja schon wieder dunkel. Was müssen wir denn als nächstes machen? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Gib mir was. Traubensaft. Geil, Mann. So ein schöner Traubensaft aus dem Müll gezogen. Ist doch richtig gut. In der letzten Folge, da haben wir einer jungen Dame, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Eine Polizistin. Okay, es ist schwierig, ne? Es ist echt schwierig. Wir haben jemandem geholfen. Können wir das sagen? Ist das in Ordnung, ohne dass sich irgendjemand verletzt oder angegriffen fühlt? Gut. Wir haben jemandem geholfen. Einer sehr besonderen Person. Oh Gott, ich habe besonders gesagt. Vielleicht ist es auch schon wieder viel zu schlimm. Nun, am besten wäre es, wenn wir gar nicht reden und einfach straight zur nächsten Mission laufen. Ich glaube, das... Was ist das hier? Irgend so eine Stinkezwiebel. Und wir müssen noch die Tauben verbessern. Stimmt. Denn ich habe hier den Taubenstall neu gesetzt und dadurch habe ich alles verloren, was wir an Upgrades hatten. Yo, Karl! Ich will da hinten die Stinkezwiebel. Mal gucken, ob ich da irgendwie hinkomme. Boah, hier drüben ist noch eine Feder. Ey, diese Federn, ne? Die sind gar nicht mal so easy zu bekommen. Gibt es irgendeinen Trick, wie man höher springen kann? Okay, holen wir uns mal die Zwiebel. Holen wir uns mal die alte Stinkezwiebel da drüben. Was zur Hölle? Ein Bärenknoblauch? Okay, wir können das Ding essen. Aber ich denke mal, damit müssen wir irgendwas brauen. Genauso wie die Pilze. This would go great with beer. Genau, dachte ich mir schon, dass wir da irgendwas zusammenpanschen müssen. Yo, wo muss ich denn hin? Wieder zu den Ratten? Heil dem Rattenkönig unten beim Rattenvolk? Alles klar, Süße, bist du hier? Meister Splinter? Father said you totally helped that lady Popo. Was she nice? I mean, like, do you like girls with a big bod and tough personality? Or do you prefer smaller girls? Perhaps little on the fairy side? Trixie, bag your face! There'll be plenty of time to chit-chat after we're done with the plan. Excuse her. It can get pretty lonely down here. Back to the plan then. We now have a way in, but we still need a way out for Evil Way personnel located near the machine. I may have found such a way, but we will need to get on a good side of a certain hot dog man. You'll find him on the beach. Help him out, and when the time comes, he'll surely return the favor. How do I know that? Simple. He has no friends. Yet. Now go. Okay, haben wir gerade gelernt, dass das Rattenvolk untereinander keinen Sex hat und Trixie ganz schön rallig ist. Ich wusste, da ist irgendwas zwischen mir und Trixie. Ich habe es die ganze Zeit gemerkt. So wie die mich angräbt, die ganze Zeit mit ihren Rattenaugen. Ah, Kies. Okay, Trixie, nein. Nein ist nein. Lass deine Klauen von mir. Aber Kies, ich, nein! Böse Trixie, aus! Okay, brauchen wir noch Essen? Eine Gurke! Alter, Gurken geben Flüssigkeit, auch die gammligen. Ich meine, bei einer Gurke ergibt es schon irgendwie Sinn. Die besteht ja quasi nur aus Wasser, aber trotzdem. Irgendwie gibt ja auch einen Burger Flüssigkeit und... Naja, vielleicht so ein McDonald's-Burger besteht quasi nur aus Wasser.
So, gehen wir hier ran. Bumm. Oh, alte Pfanddosen. Was haben wir denn hier? Ob man das noch essen kann? Das sieht schon sehr hart verdorben aus. Das ist schon next level, oder? Ich habe irgendwie den unzerstörbaren Magen. Warte mal, hier drüben braucht ein Dude Hilfe. Hey, Dude! Feuerfaust! Alter, wie du nichts machen kannst, ne? Wie du nichts machen kannst gegen meine Vernichtungsschläge. Alles klar, Günther. Dankeschön. Creep gerettet. Triff dich mit dem Hotdog-Mann. Oh, der ist bestimmt eine richtig perverse Sau. Ich meine. A hot dog man. Who could have foreseen that this would be our next target? I bet the rats chose him simply to piss me off. They want to torture my soul with the promise of cheap, delicious weenies. They know I can't eat, right? Why would they do that to me? Well, I drove over some rat tails on our way out last time, but that was an accident. Let's hope that our hot dog man isn't as spiteful as the rats. Actually, I have a good feeling about him. Anyone who sells hot dogs has to be a good person. And you will be handsome, I'm sure he'll turn out to be nice and friendly. Okay, Karl hat ein gutes Gefühl. Ich habe eine Feder gefunden. Da drüben ist der Milliardär. Das ist doch Kreis. Er sieht doch aus wie Kreis. Arme, obdachlose Menschen dafür bezahlen, sich zum Affen zu machen. Das klingt absolut nach Kreis. Der würde sowas eiskalt durchziehen. Wahrscheinlich hat er sowas schon unzählige Mal gemacht. Also wenn ich mir einen so richtig bösartig und perfide vorstellen kann, dann der gute alte Onkel Kreis. Och nö. Um 10? Ey. Ah, verdammt, der Würstchenmann will nicht mit mir reden. Er fürchtet sich vor mir. In der Dunkelheit. Na gut, ja, was machen wir denn jetzt? Wir müssen warten, bis wir hier mit dem Würstchenmann irgendwie wurstige Sauereien machen dürfen. Wo ist denn meine Base? Boah, das ist schon ziemlich weit, ne? Gut, wir gehen mal zur Basis hin, bauen hier noch ein bisschen rum. Ich habe hier genügend Zeug wieder gefunden. Mal gucken, was wir noch so alles unterwegs mitnehmen können. Na, komme ich hier durch? Alter, was machen die hier? Die haben richtig Freude, ne? So, rollen, rollen, rollen. Ich wollte mir eh noch ein Bett bauen. Vielleicht machen wir direkt das. So, noch ein bisschen Geld mitgenommen. Hier drüben ist aber echt kein Müll, ne? Nee, hier ist nichts. Das war das Coole bei meiner alten Basis. Wir hatten wenigstens immer so ein bisschen Müll. Kleines bisschen Müll gab es wenigstens. Ah, home sweet home. So, ich brauche Holz. Das hier können wir schon mal zerlegen. Kabams. Bin ich schon wieder im Baumodus. So, was haben wir hier? Eisen. Kannst du mal hier rüberziehen. Zerlegen. Weil ich was mit R rausnehme. Dann bin ich direkt im Baumodus drin. Ist auch irgendwie doof. Nom. Okay, das müssen wir irgendwie punchen. Das sparen wir auch mal hier. Clownbären. What? Was soll das für ein creepy Shit sein? Okay, Holz. Stimmt, ich wollte Holz. So, Holz. So. Dann her damit. Rein da. Her damit. Rein hier. Du. Aufwerten. Yes. Du. Keine Nägel. No. Was können wir hier herstellen? Kupfer. Was brauchen wir denn für Kupfer? Interagieren. Hier kannst du Schrott verarbeiten. Oh, es wird schon hell. Wie schnell das dann doch irgendwie geht. Wenn wir hier ein bisschen... What? Jetzt.
Okay, das Zeug brauchen wir halt richtig viel. Na, wenn ich schon mal hier bin. Eine Werkbank. Und Wände. Damit wir hier mal ein bisschen vorankommen. Überlege, ob ich hier vielleicht noch Fenster hinsetzen soll. Okay, noch habe ich ganz gut Pappe. Oh. Ich mache hier ein Fenster hin. Damit es nicht ganz so dunkel wird irgendwann. Alter, der hat alles entfernt. Also ich und das Baumenü, wir werden einfach nicht warm. Keine Ahnung, mir liegt das irgendwie hier nicht so zu bauen. So. Mach hier nochmal Fenster hin. Kabams! Das sieht doch fast schon gut aus. So, Werkbank. Herstellungstisch. This is what I need. So, und hier. Boah, können wir Nägel machen. Ich will irgendwie immer Escape drücken, weil das eben auch so in... So, wir brauchen unbedingt wieder mehr Schrott. Weil das auch so ein Ding ist. Void Train. Genau, deswegen. Deswegen bin ich immer so... Gott, die waren ja schon drin. So, ja, mehr Schrott. Damit wir mehr von dem hier machen können. Jetzt habe ich meinen Schrott natürlich da draußen liegen. Oh, wir haben nur noch 8 Schrott. Ich brauche mehr. So, rein das Ding. Okay, die benötigen wenigstens immer nur eins von jedem. Ich habe hier Nägel drin. Und hier drüben haben wir noch ein bisschen Schrott. Ist das hier Holz? Noch ein Nagel, ein bisschen Keramik. Also wir kommen voran. Wir kommen voran. Schwupps. Was kann ich denn aus denen hier noch machen? Aluminiumblech. 6 Stück. Taubengeschwindigkeit ist deutlich höher. Wie weit kann man das denn ausbauen? Das ist ja crazy. Okay, ich bräuchte eigentlich nochmal welche von denen hier. Also das dauert schon lange. Das dauert schon echt lange. Es wäre klug, wenn wir einfach direkt, keine Ahnung, hier nochmal 2 hinstellen würden. Wir benötigen ja auch immer wieder Holz. Und schwupps. So. Ja gut, dann würde ich sagen, verziehen wir uns mal von hier. Bei Kupfer sind wir noch gar nicht angekommen, ne? Aluminiumblech. Okay, Aluminiumblech kann ich hier herstellen. Boah, das wird ja richtig... Es gibt Kupferrohre. Das wird ja richtig aufwendig. Ach, guck mal hier. Ich kann Gurkensamen gewinnen aus Essen. Das ist ja cool. Okay, wieder was gelernt. So, wir können aber jetzt schon uns langsam auf den Weg machen zum alten Würstchenprinzen. Zum alten Wienerman. Johnny Wiener. Und wir müssen halt jede Menge Schrott gammeln. Ich will nichts zum Lecken. Mal wieder die hier mitnehmen. Keine Ahnung, wo es hingeflogen ist. Au, hey! Chef! Vandalismus. Ne, Plastik benötigen wir 0. Ich brauche kein Plastik. Yo, ich brauche... Was ist das denn? Jetzt eine kaputte Handschaufel. Was will ich denn damit? Das hier. Ja, das ist gut. Sowas benötigen wir. Für mein Penner-Imperium benötige ich genau so etwas. Okay, back to the beach. Jetzt aber Würstchen, Mann. Ich meine, wir kennen ja so ein bisschen die Hotdog-Verkäufer hier in der Gegend. Und alle, wirklich alle sind pervers. Durch die Bank weg. Also würde das bedeuten, dass der Mann da hinten, der König der Perversion ist.
Erstmal so einen kleinen Crunchy. Warum gibt ein Crunchy trinken? Ein Schokoriegel gibt dir auch noch trinken. So, Würstchenmann. Alter, er hier. Was für eine Körperspannung. Verpisst euch. Ja, ist mein Strand. Ist der obdachlose Strand. Oh, immer noch nicht 10 Uhr. Hey, du. Der eine da hinten hat richtig Schiss bekommen. Ja, Pappe. Nope. Oh, hier drüben. In der Zeit gammeln wir noch ein wenig Müll. Ja, die Dinger hier geben halt einen Schrott. Ey, Karl, wo... Wo steckt der? Wo zum Geier bist du? Oh, da drüben. Du sollst in meiner Nähe bleiben, Kumpel. Am Anfang dachte ich so, ja, Schrott, ne? Aber jetzt denke ich, okay, ist doch wirklich das Wichtigste überhaupt. Weil die meisten Late-Game-Sachen machst du halt aus dickem Schrott. Irgendwie auch traurig. Du findest so eine perfekte Pfanne und sie ist quasi wertlos. Ich meine, du findest Dinge, wo man sagen kann, ey, das ist noch gut. Das ist doch noch gut, ey, das kann ich doch noch verwenden. Wann wurdet ihr verdroschen, Jungs? Kann ich ihnen eigentlich irgendwelche Aufgaben geben? Ich meine, die Creeps können meine Basis verteidigen. Das haben die drauf, aber sonst? Können die sonst irgendwas Sinnvolles? Nice. Na gut, gehen wir zum Würstchenmann. Fuck it, let the police handle this. Oh mein Gott, er ruft wirklich die Bullen. Alter, das Würstchen da unten. You find hot dogs so funny, then at least buy one. Wait, you're not laughing. You're not one of them. Look at those rich, pretentious bastards. They're roasting under the sun while I'm stuck here. Roasting buns and weenies for their pleasure. Roasting inside this ridiculous costume. Shh. Hear that? They're laughing again. Know why? Do you? Because I know. And I can promise you that soon I'll be the one laughing. You get laughter too, right? I can see it in your eyes. I say, let's get back at them. Help me make them regret. Take over my stinking weenie machine while I stand here with this free hot dog sign. This should bring lots of customers. Be sure to get them exactly what they want. However, if someone dares to laugh at me, simply add some of my special sauce to their order. Okay, also das Maskottchen sieht halt wirklich 1:1 wie ein Schlong aus, ne? Free stuff. I'm in. I'm in. Obdachlosenwürstchen. Hier gibt es leckere Obdachlosenwürstchen. Ketchup only, please. Okay, nur Ketchup. Der hat nicht gelacht. Ich glaube, du bist paranoid. Okay, ich nehme alles zurück. Okay, die sind richtige Ärsche. Gut. Wie er sich noch den Sack hält dabei. Greift sich an die Nudel und macht den Jacko. Oh mein Gott. Ohne Soße? Aber es gibt für dich Spezialsoße. Ist das Sperma? I love giveaways. Das ist doch Sperma, oder? Mustard only, please.
Ich will auch ein bisschen Sperma drauf machen, na gut. Ich bin... Ja, warum nicht? Guter Mix. Your life sucks. Okay, stellt es sich jetzt auch hier drüben hin. Bin gespannt. Wird der explodieren mit der Spezialsoße? No mustard, please. Ohne Senf, bitte. Ein bisschen Ketchup, ein bisschen davon. Okay. Okay. Your life sucks. Haben die sich davor abgesprochen? Irgendwie hat jeder den gleichen Spruch drauf. So, mein Freund, kommen Sie ran hier an die Würstchentheke. Mustard and ketchup, please. Alles klar, da kommt alles drauf. Hier, schön dick. Und der ist wieder nett. Cool, free hot dogs. No ketchup, please. No! You ruined everything! Was? Add the special sauce to hot dogs for people who laughed at me! Ich wollte mir einen Scherz erlauben! Go away! You're no better than the others! Oh mein Gott! Oh, wow, ist das fies! Wow, ist das fies! Schaut euch das Würstchen an! Okay, wir machen es nochmal! Thank you, friend. I hope to see you again soon. Okay, alles ziemlich durchgeknallt, aber wir sind Freunde. Der Würstchenmann und ich, wir sind endlich Freunde. Alter, warum liegt hier jemand tot rum? Die Stadt wird immer gestörter. Die Stadt wird absolut immer gestörter. So, ein bisschen Holz, Karl. Oh, du Idiot! Nimm das Holz! Gut so. Ist auch gut. Oh, nice! Ja, das kann man auch verarbeiten. Oh, hier waren wir schon dran. Hm, irgendwo war eben eine Dose. Aber die ist weggeflogen. Oh yes, Jackpot. Die sind eigentlich die besten. Gut, habe ich jetzt endlich Respekt vom Rattenvolk. Okay, wir machen immer mehr Freunde. Meine Armee gegen Evil Way wächst und wächst. Und bald bin ich mächtig genug, damit ich die Ratten kontrollieren kann. Und ihre Rattenfähigkeiten einsetzen kann gegen Evil Way. Sorry. Oh mein Gott, es gibt direkt einen Stern. Ah, das war irgendwie gar kein Durchgang, ne? Oh, aber eine Feder ist da drin. Und Glowing Mushrooms. Flup. Ja, machen wir schön Whisky draus. So einen schönen, leuchtenden Whisky. Gut. Back to the rats. Wie komme ich denn zu denen am besten hin? Hey, Lady, ja? Schön die Fresse weggespült. Ja, verzieh dich. Och nein! Hier gibt's definitiv viel zu viele Bullen. Obdachlosen Move. Auf zum Rattenvolk! Flucht! We've lost them, but for how long? Haha! We tricked the police once again! So, Meister Splinter. Stop! I was waiting for you.
Father isn't home. He's searching for some loser who can transport the evil way machine for us. It turns out he totally didn't have to go because I came up with a plan of my own. I need your help, though. Meet me in the docks area. I'll be hiding in one of the empty cargo containers. Ich habe ein bisschen Angst vor Trixie. Ich habe Angst, dass ich vielleicht eventuell möglicherweise vergewaltigt werde. Ich habe ein bisschen Angst. Gut, Freunde, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lasst eine klitzekleine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.